Moin, meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zum großen Preis des großen Preises von Mexiko, Teil 2. Wir sind derzeit Zweiter vor den beiden Mercedes. Wir hatten auch schon eine Meinungsverschiedenheit mit Lewis. Dadurch ist er etwas zurückgefallen und Vettel fährt einem sicheren Start-Zielsieg vor. Aber ich sehe, es war wohl ein Rennunfall, also da hat wohl keiner irgendwie wirklich Schuld. Mit Hamilton und meiner Wenigkeit, weil sonst wird das unter Vorfällen ja stehen. Umso schöner. Gut, dann bin ich gespannt, wie es hier läuft. Van Doorn. Wir sind ja jetzt mitten im Überrunden. Quasi. Also es könnte ein bisschen nervig alles sein. Oh. Zwölf Sekunden zu 1,7. Herr Bottas ist da direkt dahinter uns. Huiuiui. Ach, Eriksen ist wieder da. Deine Nervensäge. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit überrunden müsste, dann könnte ich auch mal echt auf Jagd gehen nach einer guten Zeit, aber das kannst du im Moment halt echt knicken. Das ist so ein Witz, wie die einen Platz machen. Habe ich jetzt Eriksen getötet? Das Platzmachen ist halt hier echt scheiße. Da werde ich wohl Eriksen getötet haben. Da habe ich kein Mitleid mit. Hat jetzt auch Bottas eh nur Vorteile durch, weil er einen weniger überrunden muss. So ein Quatsch. Dort einen Platz zu machen und dann nicht zu bremsen, ne? Fährt mir ja komplett in die Ideallinie rein. Kann ja froh sein, dass der nicht einen dreht. Stroll! Das ist der nächste. Nach der Hälfte des Rennens schon so viel überrundet, ey. Mann. Spricht nicht für das Fahrerfeld. Immer schön DRS und Windschatten. Das freut den Jay. Muss ich auch erstmal rankommen an ihn. Was ein Quatsch. Wie schnell der war. Krass. Vettel hat sich da schon echt gut durchgeboxt, Mann. Durch die ganzen NPCs.
Er hat gleich das Gröbste hinter sich. Ich kann jetzt hier länger im siebten Gang fahren. Auf dem Teil der Strecke. So, wann ist denn die nächste Box? 49. Okay. Muss ich auf jeden Fall auch drauf reagieren und nicht irgendwie sagen, oh, ich fahre einfach eine Runde länger, weil dann ist Bottas an mir vorbei. Dann muss ich halt versuchen, am besten im gleichen Status mit ihm reinzugehen. Vielleicht ist das aber nicht. Und ich muss auf jeden Fall noch irgendwann Sprit sparen. Das hätte ich vielleicht die ganze Zeit bei den Überrundeten machen sollen, nicht Dulli. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Oh, ich war schneller. Kam Bottas da nicht so gut an Streu vorbei? Oder woran liegt das? Wenn ich dann so durchdrehende Räder habe, da zieht so viel Sprit einfach. 2,0. Vorne wird gefightet. Alonso und noch wer? Stimmt, Grosjean oder Magnussen. Zumindest mal mein Tipp. Ach, Vettel ist echt gut unterwegs, ey. Hier nenne ich auch keine Schnitte diesmal. Das hat er sich mit einem guten Qualifying verdient. Die Abstände haben sie sich die Mercedes selber zuzuschreiben. Dass es da so ein Fight gab. Muss ich so viel Platz machen einfach. Sonst töte ich Alonso. Wie der da geradeaus über die Randsteine geschossen ist, ey. Ist doch nicht normal. Kann mir doch keiner erzählen. 1,3 Sekunden. Nice. Nice. Ist noch Werner Box gewesen. Bringt uns eigentlich gar nicht, dass wir hier so schöne neue Reifen haben, wenn du die ganze Zeit nur durch die Überrundeten fliegen musst. Sieht man hier auch. Minuszahl, ohne dass ich DS hatte. Aber schon erstaunlich. Nicht Platz machen, bitte. Danke. Ah, Alonso gegen Magnussen. Ja, gleich muss ich verteidigen irgendwie. Ich brauche auf jeden Fall noch mageres Gemisch. Sofern es hier keinen Safety Car weiterhin gibt. Richtig nervig.
4 Runden noch bis zum Boxenstopp. Nächsten. Bottas ist auf jeden Fall jetzt dran. Scheiße, jetzt habe ich verbremst. Okay, in den schnellen Passagen kann ich... In den schnellen Passagen kann ich abhauen vor ihm. Mit Fettgemisch hoffentlich. Und dann in diesen Kurven versuche ich damit mager zu fahren. Weil im DRS-Fenster ist er jetzt gleich. Dann wird es gleich also am Boxenstopp hängen, oder was? Gucken wir mal. Wie gut ich ihn hier abwehren kann. Wagen ist auf jeden Fall mittlerweile so leicht, dass ich im siebten Gang hier durchfahren kann, ohne Probleme. Er ist nah dran. Aber nicht nah genug, oder? Ah, doch, er kommt. Noch nicht. Ich glaube, hier wird er nicht versuchen, dran zu kommen, weil ja für die Kur das Ding zu kurz ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall so abwehren. Aber er ist jetzt nochmal deutlich näher als gerade. Das wird jetzt auf jeden Fall happig. Er zappelt schon hinter mir. Jetzt kommt er gleich. Bleib aber auf der Geraden. Okay, haben wir geschafft. Dadurch wird Hamilton wahrscheinlich auch noch wieder näher kommen. Wenn ich das Pensum so beibehalte. Aber bislang kam auf jeden Fall noch kein krasser Angriff. Jetzt an die Box fahren könnte, wäre natürlich nice.
Nee, so nicht. Reicht noch nicht. Okay. Jetzt gehen sie alle an die Box. Es könnte uns natürlich jetzt bumsen, wenn Vettel auch an die Box geht. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Mal das Safety Car gegen Ende. Jetzt kann ich zumindest auf jeden Fall schön Sprit sparen. Teamkollege ist in der Boxengasse, er leckt mich doch am Arsch. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. So, fahr weg. Bitte, bitte schnell. Nein, sie brauchen länger. Nein! Oh! Dadurch habe ich Bottas überholt. No! Damit haben wir unsere Strategie durch. Das ist natürlich echt scheiße. Darf ich nicht. Scheiße! Ja, okay, das wird jetzt natürlich sehr amüsant. Gucken, ob ich den Platz zurückholen kann. Der schneller ist als ich. Also da werde ich dann alles geben müssen bis dato. Mit dem Fettgemisch. Was ist denn überhaupt passiert? Ist irgendwer aus dem... Ah, Hülkenberg ist aus dem Rennen, ne? Tja, die Strecke ist für Safety Cars auf jeden Fall gut. Die Strecke ist für den Safety Car immer gut. Aber wir sind ja schon da. Okay, wir haben da einige, die gerne vorbei würden an Vettel, aber wahrscheinlich nicht dürfen oder wieder nicht hinkriegen, scheiß NPC. Ja, gut, ist nicht mein Problem hier. What the fuck? Ja, die fahren da beide nebeneinander. Erlen ist 12. Nicht unsichtbar werden, Jay. Wir sind gerade die ganze Zeit dabei. Alter, hör auf damit, Spiel. Ich kann auch nicht schneller oder langsamer fahren. Ich kann ja nichts für. Da geht der Safety Car diese Runde rein? Ne, wahrscheinlich noch nicht. Vermutlich wird es eine Runde gehen noch. Also ja, es wird noch eine Runde gehen. Bis dann auch alle aufgeschlossen sind. Hamilton war auch jetzt an der Box. Also alle haben jetzt die gleichen Reifen. Und Bottas will ich schon kriegen, ey.
Jetzt weichen sie wieder irgendwo aus. Die NPCs sind schon lustige Dudes. Ich will aber auch nur versetzt fahren. Das ist immer, wenn Leute überrundet werden müssen noch. Oder zurückrunden dürfen eigentlich. Dann ist das irgendwie alles mega buggy. Da fahren die ganze Zeit parallel nebeneinander. Wie als wenn sie in einem Duell wären oder sowas. Duell. Darf nur nicht jetzt hier irgendwas verkacken. Frontflügel kaputt fahren. Mal gleich das Safety Car reingeht jetzt. Bin ziemlich sicher. Dann fahren sie ja gleich nochmal langsamer, wenn das Safety Car reingeht. Okay, geht's immer noch nicht rein? Okay. Dann fahren wir halt noch eine Runde. What the fuck? Ist der verunglückt, der arme Nico? Der hat aber gleich eine Menge Fett gemischt. Das reicht auch. Obwohl, das sind noch einige Runden. Warum fahren, ziehen die denn hier immer raus? Wir sind schneller auf der Geraden. Als Bottas. Alter! Danke, Flügel. Danke, Frontflügel, dass du das überlebt hast, ey. Hamilton ist direkt jetzt hinter uns. What the fuck, wo ist Magnussen hin? Das gefällt mir nicht. Okay, jetzt wird der Safety Car reingehen. Hoffe ich mal. Okay, du kannst das Auto vor dir überholen. Überhole jetzt. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wir fahren halt plötzlich super langsam. Das bis zu dem grünen Flaggenüberholverbot herrscht. Ja, das ist so ein Witz, ne? What the fuck? Alter. Das ist so ein Witz, ne? So ein Quatsch mit diesen NPCs, ne? Muss irgendwie dranbleiben.
Was für eine Pace fährt bitte Bottas gerade? Okay, jetzt haben wir freie Fahrt. Jetzt muss ich irgendwie es schaffen, da an dem Rand zu bleiben. Bis der S da ist. Zur Not fahre ich jetzt die ganze Zeit fett. Das habe ich mir auch angespart. Konzentration jetzt. Kann ich mit dem mithalten gerade? Scheiße! Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Jetzt eine ganze Runde fett gefahren. Jetzt muss ich dran sein irgendwie gleich. Jetzt kann ich es mir abschminken, Bottas noch zu kriegen. Scheiße! Bitte gib mir DRS, bitte gib mir DRS, bitte gib mir DRS, bitte gib mir DRS. Scheiße! Ja, okay. Fuck! Dann wird das nix. Boah, das fährt gerade zu gut. Scheiße! Wäre wohl näher, oder? Plus 1,049. Ich raste aus. Das kann doch nicht sein. Aber ich bleib dran zumindest. Ich schaffe es jetzt ein bisschen aufzuholen.
Ja, Mann, da ist das DRS. Sehr, sehr gut. Jetzt sind wir nämlich dran. Wir sind deutlich näher jetzt wieder als gerade letzte Runde noch. Okay, Attacke. Das war ja mal super locker. Puh. Sehr schön. Wunderbare Pace gerade im Standardgemischmodus gehabt. Das war wichtig. Dieser zweite Platz. War scheiße wichtig. Mal gucken, ob ich den halten kann. Na, jetzt wird er natürlich eher DRS haben. Der gute Valtteri. Nein, komm doch näher. Das reicht nicht. Zehn Runden noch. Reifen werden nicht mehr das Problem. Aber Valtteri wird noch ein Problem. Weil wenn man sich so verbremst. Na dann komm. Oh, er hat sich vorausgedreht in den schnellen Kurven. Oh, scheiße. Okay. Das war auch ein hartes Duell von mir. Aber er hat mich auch komplett nach außen gedrückt, ne? Ich habe mich aber dann nicht nach außen drücken lassen. Quasi. Sehe ich ja auch nicht ein. Aber... der Schaden ist echt geringfügig. Zum Glück.
Aber das wird jetzt noch der nächste Angriff folgen. Der fährt halt echt schneller. Muss stärker rüberziehen. Wenn er kommt. Kommt jetzt nicht. Verbremst mich? Scheiße. Hamilton kommt auch jetzt an. Wir sehen geringfügige Schäden an deinem Frontflügel, Mama. Das ist nicht gut. So. Oh, ist der Scheiße nah hinter mir, Mann. Muss doch die Attacke kommen. Nee. Kommt sie nicht. Okay, Vettel ist komplett weg. Aber das stört mich auch nicht. Ich kämpfe hier nur gegen die Mercedes. Vergessen auf Mager zu stellen, nicht Dulli. Wenn ich einmal hier einen Rausbeschleunigungsfehler mache, dann haben sie mich. Oh Gott. Boah. Das war ein hartes Manöver. Hamilton ist dran. Uiuiuiuiui. Kann ich hier was umstellen? So, kämmelt euch da hinter mir. Muss halt auch mal Balls beweisen gegen diese NPC-Rammerei. Wie ich durch der DRS überhaupt keine Chance mehr habe. Gut, dass ich da noch reinfahren konnte, ey. Okay, Double DRS. Wo ist er in meinem Rückspiegel? Da ist er. Alter! What the fuck? Alter, was war das denn? Ja. Nice. Nice. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Ja, das war's. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Das war's dann mal, ne? Also, da hat ja... Boah, das hat mich komplett abgeschossen, Mann. What the fuck? Oh, Alter. Das kann doch nicht sein.
Wenn der überlebt hat, ne? Der Frontflügel, dann ist das eine Unverschämtheit. Dass ich mich weggedreht habe, war mein Fehler. Da war ich halt einfach... da war ich selber nicht on point. Boah, da bleibe ich draußen. Verteidige noch den 6. Platz, sonst war's das. Bottas ist auf jeden Fall raus. Zu Recht, muss ich auch an der Stelle mal sagen. Ja, ohne Frontflügel mache ich halt nicht mehr viel, ne? Unglaublich. Unterwegs hat er sich auch den Frontflügel zerstört. Das wäre ein fetter Unfall gewesen. Habe ich zu früh gebremst? Scheinbar. Ich wollte mich nicht nochmal verbremsen. Ach du Scheiße. Nee, leider nicht. Aber was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Da ich eh kein Frontflügel mehr habe, kann ja machen, wie ich will. Halten wir mal alle auf, ne? Warum ist denn da noch blau? Ah, lol, da ist noch wer Überrundetes zwischen. Jetzt hauen uns noch die Reifen kaputt. Was, das ist hinter mir? Als ob. Das ist eine Überrundete. Hä? Oh lol. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay. Na okay. Gehen wir jetzt an die Box. Macht ja keinen Sinn. Das macht ja alles... Das Rennen ist komplett verkorkst worden, Mann. Jetzt krieg ich nochmal rote? What? Hab ich rot eingestellt gehabt? Nice. Jetzt kann ich sogar eine Runde weniger fahren. Wenn ich fucking überrundet werde. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich habe jetzt eine Runde Zeit, um da hinten auf Dingens einzuholen. Wird aber hart. Vor allem mit den Reifen. Ja, war doch ein Fehler, dass ich nicht in die Box gegangen bin. Ich dachte aber, die wären halt alle hinter mir. Naja. Ein paar Punkte. Sind die Reifen, die ich in der Dingens gefahren bin. Quali.
Ja, das ist meine letzte Runde jetzt, ey. Keine Chance, Mann. Das ist aber echt seltsam. Wir hatten doch gerade einen Safety Car. Wie kann das denn sein, dass die alle so langsam sind? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Dass sich Perez hat überrunden lassen. Hä? Also muss ich noch lernen, ein bisschen besser zu verteidigen, dass ich mich nicht selber damit töte. Das ist aber nicht so leicht. Hätte ich jetzt natürlich gerne Vettel mehr geholfen, indem ich mal Hamilton ein paar Punkte schnappe, aber jetzt ist er halt Zweiter geworden. Was halt echt Worst Case war. Unzufrieden. Platz 8 ist richtig bad. Hat ja noch die schnellste Runde gefahren, hat nützt mir aber gar nichts. Oh Mann. Platz 8. Boah, das ist richtig mies. Oh, ey, da fährst du 100% und dann kommt dann so eine Scheiße raus. Boah, dass er keine Strafe bekommen hat. Ja, wenigstens das. Lewis Hamilton hat eine Kollision mit mir verursacht in der 66. Runde. Wann war das denn? Da ist auf jeden Fall noch eine Menge passiert, sagen wir mal so. Nachdem Hülkenberg rausgefallen ist, ey. Aber nichts mit mir, ey. Das steht nicht Bottas drin. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist aber wirklich ein Witz. Ja, auf jeden Fall sind wir noch 15 Punkte entfernt von Hamilton. Das ist schon mal schön. Das hat leider, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Aber 26 Punkte immer noch Vorsprung. Ja, das Team wird mich hassen. Das Team wird mich definitiv hassen. Ja, und ich werde auch nochmal eine 5-Runden-Strafe kriegen, glaube ich, weil ich mir jetzt in den nächsten 2 Rennen auf jeden Fall einen neuen Motor gönnen werde. Beziehungsweise ein neues Getriebe. Sieht nicht so gut aus, egal. Aber es war trotzdem ein cooles Rennen, hoffentlich. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis dann, ciao.